herzlich willkommen zu einem, ja, Food Haul von mir. Und zwar gibt es halt ein Food Sale Haul bei Edeka. Also eigentlich wollte ich Baguette kaufen für eine Babyparty, aber da war wohl nichts. Dafür habe ich jeglich anderes gutes Zeug gefunden. Und ja, unter anderem ein paar sehr interessante Produkte. Ich fange mal mit was Langweiligem an. Ich habe nochmal Grillkäse, Grill- und Pfannenkäse gekauft. War günstiger als den bei Aldi, also für 1,49. Das ist der günstigste, den ich jemals geschnappt habe. Und dann habe ich was Cooles entdeckt. Das war ziemlich teuer, aber es sind Milchreisflocken, Zartblatt. Sind glutenfrei, fand ich interessant, werde ich definitiv ausprobieren, weil manchmal doch in meinem Joghurt, der sättigt mich nicht so ganz mit so einer Handvoll Nüssen, ne? Wer versteht, was ich meine, so als Vielfraß, na eh, ihr könnt es euch vorstellen. Ja, ich habe Salami-Sticks mitgenommen. Ja, ich hatte mir innerlich irgendwie so eine Wette mit mir selbst gemacht, und bis Weihnachten esse ich keine mehr. Habe ich gekauft für einen Freund. Ja. Für die Kleine dann noch Geflügel-Mini-Würstchen, weil sie so liebt. Eine Banane. Eine habe ich schon verdrückt. Ne? Avocado war sehr günstig. 88 Cent im Angebot. Und jetzt kommt's, Freunde. Jetzt kommt's. Ich bin völlig ausgerastet. Es gab eine reduzierte Abteilung mit den glutenfreien Produkten. 1,50 Euro statt 3 Euro von Share dieses Vitalbrot. Ich fürchte aber, da ist... leider der böse Zucker drin. Irgendwas war mit diesem Brot, aber egal, ich werde es trotzdem essen. Ist auf jeden Fall mit Reismehl, Weißmehl. Wo ist denn hier der Zucker erwähnt? Ja, weiß ich gar nicht. Laktosefrei, weizenfrei. Gar nicht mal so verkehrt. Irgendwo wird Zucker sein. Ich meine, ich habe mir das schon öfter angeguckt und das aus diesem Grunde nicht gekauft. Also ich habe bei den Reduziert-Sachen einfach mal eingepackt, weil es halt sonst sehr teuer ist. Statt 2,19 1,10 Euro diese Laugenbrötchen. Ich sag mal so, sind noch bis zum 4.1. haltbar, ne? Also habe ich noch ein bisschen Zeit, das zu vernaschen. Dann kannte ich auch noch gar nicht, also ich war echt in den kleinen Edeka, die hatten echt eine große Auswahl. Ich war völlig überrascht, was die da in ihren kleinen Markt so alles an Produkten reinpressen. Habe ich von Share glutenfrei solche Tortilla-Dinger gekauft. Für 1,50 statt 2,99. Bis 11.01. noch haltbar. Also nur mal so, wir haben noch lange kein Weihnachten hier, ne? Ja, da müsste ich jetzt auch mal zuckertechnisch einmal gucken. Sojaprotein ist drin, ja. Senf. Aber ich sehe hier den Zucker nicht mehr. Sind wir, haben die den vergessen aufzuschreiben? Oder ist hier wirklich keiner drin? Ja, vielleicht. Ach doch. Sorbitol ist drin. Als Feuchthaltemittel. Also Sorbitol ist Süßstoff, vertrage ich aufgrund der Fructose eigentlich auch nicht. Ich werde das mal probieren. Ne? Ich sag mal so, Kaugummis zum Beispiel haben viel Süßstoff, die vertrage ich wirklich gar nicht mehr so gut. Aber schon ewig keins mehr gegessen. Also sehr selten, dass ich mal Kaugummi esse. Und mal ein Bonchi geht mal. Wenn erstmal andere Sachen auch nicht mal waren, sondern, ne? Ihr wisst, ist ja auch egal, ich probiere es aus. Dann habe ich mir noch gegönnt, Croissant, haltbar bis 16.01. für 1,65. Für Leute, die normale Croissants kaufen, die werden sagen, die hat auch eine der Waffel, ne? Das ist voll teuer. Aber nein, für diese glutenfreien Produkte ist es doch sehr günstig. Die hätten sonst 3,29 gekostet für 4 Stück. Ja, hier, da ist Fruchtextrakt, Johannisbrot und Apfel drin, relativ weit vorne. Gefährlich für Menschen, die auch keine Fructose dürfen. Mhm. Ja, gekauft für einen Freund, ne? Ja gut, irgendwie werde ich damit schon beglücken. Mal schauen. Aber was ich euch mitteilen wollte. Also ich bin immer mehr begeistert von Edeka. Edeka hat, glaube ich, Produkte genau nach meinem Verlangen. Denn die haben immer relativ günstiges Obst und Gemüse, zumindest angebotstechnisch. Der Hammer. Und auch von der Qualität, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt von der IKEA Eigenmarke dieses glutenfreie Brot gekauft. Und zwar, okay, es ist kein Brot, es ist mehr ein Knäcke, ein Knusperbrot. So schaut es aus. Ich bin sämtliche davon durchgegangen. Das hat 99 Cent gekostet. Das günstigste von Share 1,99. Also nur mal so, ne? Zwischendurch ist es gluten- und weizenfrei. Die Kennzeichnung finde ich auch nochmal sehr, sehr gut. Weil mir ist immer noch nicht so ganz bewusst, ob eine Weizenallergie wirklich rein auf Gluten abzielt oder ob es da sich noch um andere Dinge handelt, wie auch immer.
Ich habe es jetzt mitgenommen. Irgendwo hatte ich mir auch die Inhaltsstoffe durchgelesen und habe es für gut erklärt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war einfach nicht viel drin. Nee, nur Maisgrieß, Maismehl und Speisesalz. Ganz einfaches Produkt und finde ich so zum Snack mal was anderes als eine Reiswaffel. Und wie gesagt, vom Preis, ne? Ja, ich habe da auch den Ultra-Heidelbeeren-Schnapper gemacht. Die habe ich auch nochmal mitgenommen. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert von deren Obst- und Gemüseabteilung. Machen wir weiter mit glutenfreien Spaghetti, auch von der Edeka-Eigenmarke. Also ich muss den ja auch einfach mal lassen, rein vom Produktdesign, erste Sahne, ne? Also auch der Brokkoli hier immer, also ich weiß auch nicht, das können die irgendwie, ne? Also die Marketingabteilung, die scheint nicht schlecht zu sein. Habe ich dann hier nochmal die Fusilli mitgenommen. Ja, ich habe auch, glaube ich, irgendwie 1,40 gekostet. Ist ein ganz normaler Preis für glutenfreie Nudeln. Kosten bei Lidl dasselbe, sonst kriegt man sie nicht so günstig. Und ich muss auch immer sagen, in meinem Kopf herrscht immer noch dieser Satz, ein Supermarkt ist grundweg teurer als ein Discounter. Ist nicht so. Also wenn man wirklich guckt bei Edeka, und das ist keine Kooperation, Kinder, ne? Und ich habe auch nicht für Edeka gearbeitet. Leider Gottes. Nee. Muss ich sagen, Edeka beweist mir das Gegenteil. Nochmal im Vergleich zu anderen Marken, Famila oder so, da würde ich niemals einen günstigen Einkauf hinbekommen wie in einem Discounter. Aber bei Edeka tatsächlich schon. Teilweise sogar günstiger, gerade in den Angeboten, wenn man da ja, nach Angeboten einkauft. Ja, dann habe ich hier noch ein Schokoherz bekommen. Ne? Gucken, auf welches Weihnachtsgeschenk das landet. Ne? Und zu guter Letzt habe ich hier noch Ciabatta mitgenommen. Rustica, 1,50 statt 2,99. Aber da muss ich auch mal gucken. Ich hatte nämlich einige Produkte von Shea gesehen. Achtung, Achtung, wer eine Fruktoseintoleranz hat und gleichzeitig kein Weizen essen soll, beziehungsweise Gluten, muss aufpassen bei diesen Fertigprodukten. Ich habe nämlich Brote gefunden, ja, hier wird es nämlich auch so sein. Hier ist, ich glaube, an 10. Stelle oder so, aber Apfelextrakt enthalten. Gefährlich, gefährlich. Ich werde es ausprobieren. Ich bin ja auch immer wieder offen, Dinge nochmal neu zu testen. Machen die ja in der Klinik auch so, dass dieses, ja, der psychische Faktor komplett rausgenommen wird. Und ich versuche es bewusst, manchmal mich darauf einzulassen. Und ja, klappt meist leider nicht. Aber gut, ist wie es ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal so richtig versorgt. Ich muss mir nochmal irgendwie eine, ja, Weizenschublade hier bauen. Ich habe gar keinen Stauraum mehr dafür. Ja, jetzt war ich auch gerade noch bei Lidl. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Da habe ich auch nicht mehr viel gekauft. Aber gut, ist uninteressant, glaube ich, für dieses Video. Wir belassen es bei Edeka. Es war bei Edeka-Einkauf. Ja, bei mir gibt es aktuell bald Brot ohne Ende. Ich hatte echt in letzter Zeit ein richtiges krasses Verlangen danach. Gerade wenn man nur Reiswaffeln isst. Ich muss ja mal sagen, ne, wenn man morgens am Tisch sitzt und dann so eine trockene Reiswaffel und noch eine und irgendwie, ja, man hat so gegessen und ist trotzdem nicht satt und denkt sich so, das ist auch irgendwie kein Bock mehr einfach. Ist so ein Brot auch mal eine ganz gute Abwechslung. Aber man kann auch selbst backen. Ich hatte letztens in meinem DM-Haul dieses glutenfreie Brot gezeigt. Es war sehr, sehr, sehr lecker. Haben auch Menschen für sehr gut befunden, die kein Glutenproblem haben und normales Brot essen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Und hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Ihr merkt es spät, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.